Liebe Freunde, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play DayZ, einer neuen Runde nach dem ganzen Desaster vom letzten Mal. Und wir haben wieder uns fleißig ausgerüstet mit Server Lex. Und ist das nicht ein cooles Bild? Hier, der Dennis, mal kurz vorstellen, ich muss ja mal, damit die Leute sehen, wer ist. Ne, das ist der Dennis hier, mit der Axt, der Mann. Der gute Curry, mit der übergeilen M4. Ja, wie lange hast du dafür gelootet, Curry? Das geht eigentlich. Also wie gesagt, wenn du ein bisschen zwischen den Server wechselst, dann klappt das schon schnell. Ja, boah, ich habe jetzt ewig wieder gebraucht. Ich habe aber dann auch nur einmal den Server gewechselt. Und das ging Jose. Hier, der gute Benny, auch nicht schlecht ausgestattet, der gute Mann. Und dann der Tommy da unten mit dem blauen Rucksack. Und wir legen jetzt los. Das sind wir. Wir sind auch wieder halbwegs gut am Start. Ein bisschen was fehlt uns noch, wie eine Firefighter-Axt und zum Beispiel eine Weste. Wie gesagt, ich bin einfach nur einmal jetzt hier rumgeeiert. Einmal dann der Charakter gelöscht worden, nachdem ich schon wieder gelootet hatte. Super ätzend. Bevor wir loslegen, einmal alle auf P drücken. Ja, da ist ein Clan unter anderem drauf. Oh Gott. Ja, ja, ganz schön voll. Es ist ganz schön voll, die Hütte. Demi, Demi. Wir haben halt einen Plan. Ja, über die letzte Folge müssen wir nicht weiter philosophieren. War ein Desaster, ohne Frage. Ja, alle abgekackt, alle abgenippelt, aber mittlerweile sind wir wieder halbwegs ausgestattet. Letzte Folge war unser ganz gut so. Tiefpunkt, ey. Also, ja, heute. Ey, das war, also du brauchst halt auch echt immer jetzt, wie gesagt, heute auch wieder 2-3 Stunden jetzt hier wieder zu Sachen zusammengekrempelt, bis man dann überhaupt wieder so weit ist, damit wir überhaupt hier loslegen können für unsere Mission, die da wäre. Wer will's sagen? Wir laufen hoch zum großen Airfield und zu einer großen Stadt und erkunden auch ein neues Dorf, wenn es denn ein neues Dorf ist. Ich habe in einem DayZ-Forum mal geguckt und die haben es dann auf der Karte markiert. Ich bin mal gespannt. Also wir haben eine lange Reise vor uns, Leute, und müssen das natürlich überleben. Aber zuvor wollen wir nochmal aufs Airfield hier in Balota, weil der Walle ist schon wieder lootgeil. Ja, natürlich. Ich bin halt noch nicht so fit und irgendwie ist immer Action am Airfield in Balota. Wo wir wieder in der Nähe sind, wir kennen es irgendwie. Eigentlich starten wir immer hier, weil das erreichst du halt relativ fix, um dann Sachen zu kriegen. Das Airfield von Balota sehr praktisch dafür. Eigentlich soll ich den Tipp gar nicht geben, weil nachher werden wir wieder erledigt. Okay, okay, da trinkt einer Flasche, ist der Tommy. Ja, ich hab einen Tommy, noch mal hier. Ganz kurz Currywurst, Benny und der Dennis. Ich kann es alle unterscheiden. Weil sie völlig verdurstet, der Tommy, oder was? Ja, weil ich meine, er hat doch gerade 3 Dosen auf einmal getrunken, oder? Ja, ich will aber auch Healing kriegen, damit so, ich wieder ein bisschen fit werde. Ah, hinter uns, Zombie! Zombie! Oh Gott! Dennis? Ich habe keine gute Axt. Geh weg. Lauf. Ach, ich renne hier durch den Wald. Ciao. Oh, bin weg. Adios, amigo. Boah, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich war gerade so tief im Gespräch drin. Auf einmal kommt die Drecksau um die Ecke, Alter. Boah, Entschuldigung für den Schrei, liebe Leute. Hätte ja, aber schön, dass ihr wieder am Start seid. Jetzt bin ich wach. Boah, der hat uns so wegrasiert. Das wäre bitter gewesen. Okay. Ja, aber schön, dass ihr wieder da seid. Was war das? Tommy. Das war ich. Der Tommy, dreht heute durch wieder, der Tommy hier. Alter, Tommy, ey. Tommy D'Angelo. Das war so eine Holzwand. Ich wollte mal gucken, ob ich da durchkomme. Wir gehen hier oben durch den Wald. Und was wir auf jeden Fall diesmal besser machen wollen, ist die Kommunikation, wenn wir Spieler sehen und wir wollen ein wenig ruhiger bleiben. Aber ob wir das schaffen? Sagen wir ja seit ewig vielen Folgen, wird sowieso nicht knappen. Ist immer ein Let's Play auch. Hier wird gequatscht, hier wird gedusselt, hier wird auch Spaß gemacht. Muss ja auch weiterhin sein. Allerdings hatten wir ja schon ein paar Erfolge mittlerweile, aber auch mehr Misserfolge. Vielleicht kriegen wir es mit dieser Truppe hin. Wir sind gut ausgerüstet. Wir sind allerdings alle auf M4. Wir haben keinen wirklichen Sniper dabei. Das muss man vielleicht mal gerade erwähnen. Das stimmt. Das heißt, wir werden eher so eine Russia-Truppe sein. Und damit meine ich nicht eine Russentruppe. Hahaha. Oh, war der schlecht. Oh, ne? Junge, ey, kratz mir die Augen aus. Was? Ja, und hier der Server ist rappelvoll. Ich kann mir vorstellen, wir finden da überhaupt nichts. Ja. So, okay, aber Leute. Wir müssen jetzt halt vorgehen. Ich will mich hier schon mal hinlegen und erstmal gucken. Ja, so, und alle verteilen sich jetzt erstmal. Habt ihr gute Optics? Der Turm rechts ist safe. Curry und ich könnten ja zum Beispiel rübergehen zum Turm da drüben. Und ihr umstellt das von der anderen Seite. Wir gehen einfach alle zusammen. Wir stürmen, oder? Also ich würde es eher umstellen. Komm mit, ja, ich meine, was sollen wir denn umstellen? Wir haben nicht mal einen Sniper, Alter. Die Reichweite sind wir alle voll die Nulpen jetzt. Hatten wir letztens auch nicht eigentlich. Komm mit, Curry, ne? Doch, du warst doch ein guter Sniper. Walle, geh du mal zwischen den Hangern her mit den anderen beiden. Okay. Wir gehen in die andere Richtung. Wir können gleich genau über die Wiese laufen. Nee, warte. Erstmal hier gucken, Curry. Zombies, da sind Zombies noch drauf, seht ihr? Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ey, ich kann nicht alleine hier langlaufen. Wir laufen hinter die Benny halten. Hinter die Hütte. Weil ich habe keine gute Firefighter-Axt und mit der anderen brauche ich halt mehr Schläge. Hol mal die Axt raus, lieber nicht. Hey, Benny. So eine gute Idee, dass wir uns hier aufsplitten. Zombie vielleicht. Ja, ich glaube schon. Kommt da einer, Curry? Okay, Tommy, wo bist du? Ich denke mal gleich wieder auf jeden Fall einer kommen. Ich bin noch im Wald hinterm Gefängnis. Warum? Komm zu uns. Ja. Siehst du uns hier? Ich bin hinter euch direkt. Okay, jetzt schalten wir den Kampfmodus.
Türen sind auf. Hä, wo ist? Durchgang. Ist da vorne noch einer? Ja, ne? Aber hier muss auch einer. Hast du Tommy Waffe ziehen? Okay, wir sind hinter dem Häuschen. Curry, wir müssen uns am besten keine. In die Wälder, in den Büsche legen hier. Komm mit. Nee, da vorne ist das Loch im Zaun. Komm mit. Der Zombie glitscht jetzt wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit hier durch. Wir sollten vielleicht da nicht kommt laufen. Er. Moment. Ah, wen? So, Curry, man sieht uns kaum einen. Ich glaube, der geht zum Tommy. So, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass Zombie nicht von hinten kommt oder sowas. Ja. Guck auch gerade. Okay, der Curry und ich haben genau einen Blick aufs Airfield, Curry, Jungs. Zombie. So, Zombie weg. Okay, komm zum Hangar, beziehungsweise da in der Nähe. Ich stehe hier direkt in so einem kleinen Gebüsch, ich sehe dich. Und alle Leute, die jetzt sagen, schon wieder Airfield. Ja, wir sind da hier in der Nähe, deswegen haben wir jetzt das einfach nochmal dafür entschlossen. Ja, klar. So, ich bin auch durch. Kein Problem. Ich meine, das Airfield ist auch mal wieder spannend. Ja, hier vorne. Nee, ich bin schon durch. Hier an der Ecke ist auch ein Loch. Oh. Curry, sag mal, bewegst du dich die ganze Zeit? Ja, habe ich gerade gemacht, ja. Bei mir ist ganz halt dieser Soundloop. Weiter geht's, komm. Ja, das ist bei mir aber auch das. Wir rushen da jetzt einfach rein, oder? Komm, Russian krass. Standard. Jetzt geht's los. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Alter, macht sowas nicht wie boah. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Ich renne jetzt nicht, ich halte meine Waffe gezückt. In die Baumreihe, ne? Ja. Hinten, bei den Baracken. Seht ihr da hin? Ich renne jetzt rum ins Gefängnis. Ich mache jetzt Wir haben alles im Blick. Gefängnis ist offen, hier war schon jemand. Offensichtlich, das bedeutet nichts Gutes. Pass auf, da kann vielleicht auch jemand drin sitzen. Genau, langsam die Treppe hochgehen, ganz langsam. Cooler Helm ist immer noch badly damaged und meiner ist nur damaged. Deswegen behalte ich den ich habe, natürlich. Hier liegt ein bisschen Kram rum. Oh, Antibiotika. Sollten wir vielleicht mal mitnehmen. So, ich renne rein. Wer deckt die Tür? Ich deck die Tür. Super. So, lass die mal machen. Wir reden uns, wir melden uns nur, wenn wir das sehen. Jetzt ist nichts. Nix drinne? Eigentlich dürfte man uns nicht erkennen, durch. Ist okay. Ja. Hier ist eine Säge. Die sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Wer weiß, was passiert. In puncto, dass jemand gefangen genommen wird. Hier haben wir noch ein Tactical Shirt. Ein schwarzes und einen blauen Helm. Eigentlich ganz nice. Der UN Battle Helmet. Könnte ich ja mal nehmen, Friedenstruppe, ne? Ja, ist eigentlich cool. Ist halt nur ein bisschen auffällig von der Farbe. Ja, der schwarze ist eigentlich besser. Blauhelme sind warte mal gerade. Ich sehe da hinten ein schönes 60er-Magazin. Das nehme ich mal mit. Ja, lass ich mir ich habe auch leider gar kein volles Magazin mehr. Aber das ist aber schlecht. Aber jemand hat Munition für dich, mit Sicherheit. Ich habe Munition, ja. Ich habe noch eine ganze Munitionskiste voll. Ah, cool. Diese, seht ihr, und könnt so geht das dann beim Looten. Da kommt, also dann für kommt die M4 da. Halt. Hier ist noch eine Spritze. Lass ich mal liegen, oder? Komm. Ja. Okay, wir sollten rüber zu den Baracken, würde ich sagen. Wie sieht das Airfield aus, Jungs? Ist da Barack Airfield Obama? Alles leer. Okay, wir rennen drüber. 1, 2, 3, rush raus. Linke Seite, Benny, komm. Schnapp dir die linke Seite ein bisschen. Und ich schnapp mir, übernehme jetzt einfach mal die rechte so. Lauf, Jungs, lauf, ich seh Jungs, nix, lauf, ich seh Jungs, nix. Lauf, hinter Jungs, euch habt ihr auch einen Blick. Ja. Lauf. Okay, die Türen der Baracken sind offen. Das heißt, da war auch schon jemand. Kein Wunder bei dem Server. Curry, du guckst aufs Airfield, ich guck auf die Baracken. Genau. Ein bisschen Glück finden wir dann auch noch ein bisschen Krempel. Super. Okay, Curry, wir gehen jetzt näher an den Baracken. Ich hab grad gehört. Ich auch. Ja, oh. Warte, mach ich mal extern an sich. Okay, ich bin drin. Bin hinter dir, warte. Nicht erschrecken. Woher kam das Munitionsgeräusch? Ist noch ein roter Backpack. Ja, brauche ich nicht. Also ein Backpack. Ich kann halt ein, was ich gut gebrauche, hier ist ein Pilotenhelm. Der bringt aber auch nicht so viel. Ich komme auch. Ja, alles klar. Wir sollten uns eigentlich besser aufteilen, oder? Okay, Curry, wollen wir uns den Baracken mal nähern? Nächste Baracke. Oder hier sitzen bleiben. Nächste Baracke. Ich renne direkt weiter in die hintere. Wir müssen ja nachher wieder hier hin zurück, ne? Dann bleiben wir hier sitzen, komm. Ja, wir nehmen das jetzt ein bisschen schneller auseinander, als ewig zu warten und dann lieber ein bisschen Action, auch wenn es enden wird. Das passt ja. Hier ist ein Green Backpack, ein großer. Brauchen wir nicht. Das liegt da oben auf dem Dings. Kann natürlich auch passieren, dass ich mal was übersehe. Oh, ein Combat Knife. Geil. Nimm mit. Wie ist das so? Hab das ich noch nie gesehen. Das ist für die Waffe. Das kannst du an die Waffe dran packen. Oh, hier ist ein kannst Zombie. Kannst du es an die M4 packen? Was ist da, ein toter Zombie? Nee. Oh, Achtung. Da kommt er. Nee, kann ich nur austauschen, leider. Ich sollte es mal aus der Hand nehmen. Kommt er zu mir gerannt? Nee, ich hab ihn getötet. Okay, super. Nein, kann ich leider nicht an die M4 packen. Okay. Scheiße. Nimm's trotzdem mal mit. Curry, wir sind also gut getan gerade, ne? Ich hab noch einen Zombie gehört. Ja. Oh ja, hier ist er. Weil, ja, wir sind halt wieder gut ausgerüstet, obwohl ich natürlich nicht mehr so gut ausgerüstet bin wie in der letzten Folge noch bei dem schmerzhaften. Oh, da liegt eine Knarre auf dem Boden. Er ist wieder reingerannt, er ist drin. Er ist draußen. Und ist tot. Den. Super. Ja,
Gut, dann gehen wir wieder rüber, aufnehmen, oder? Hackelt. Alter, warum kann ich die Waffe nicht nehmen? Jetzt kann ich die 1911er? Ah, nehme ich mal mit, solange ich noch Platz habe. Oh, Dennis, pass auf, links von uns ist ein Zombie gerade gespawnt. Ich seh's. Okay. Okay, ich renne jetzt aus der Baracke wieder raus, aus der einen. Leider kein guter Loot, leider keine Weste, keine Axt und gar nichts. Gehen wir wieder zurück zum Gefängnis. Ja, die Frage ist natürlich, ob wir das andere Gefängnis noch unter die Lupe nehmen oder es sein lassen. Dennis, ich glaube, der wird gerade auf uns aufmerksam. Pass du aufs Airfield auf, ich hole mir den. Bin draußen. Wo seid ihr denn jetzt? Ja, pass auf, Curry. War da ein Zombie? Ich bin gerade raus. Ist tot. Ich renn jetzt wieder da hinten, wo wir angefangen haben. Da hinten renn ich jetzt wieder. Ja. Kommt einfach zu uns, Jungs. Oder lauft einfach hinter die Hangar, ist besser. Warte, solange wir über das Airfield rennen, sollte einer von euch nur das Airfield decken. Wir gucken, ja. Okay, hier ist ein Zombie. Ich kann Scheiße, das ist wieder ein Zombie, Curry, hinter uns. Ja, Leute, wir haben auch einen am Start. Okay, lauf einfach. Oh, der leckt ganz schön. Ja. Ihr müsst gleich auch mal schnetzeln, ihr Lieben. Ich bringe was mit. Wo sind die? Jetzt. Okay, gehen wir zu dem Haus zurück? Treffen wir uns an dem Haus, oder? Da haben wir mehr Übersicht. Schade, war nicht erfolgreich, aber wir haben immerhin was gefunden. Hier, 60er und so ein bisschen Messer und sowas nicht. Alles. Aber ja, so aber ist es dann halt. Militär raus halt hier ewig. Vorne. Wo? Da, hinterm Zaun. Kannst du ihn eigentlich direkt besser töten. Hier an dem, da wo ich jetzt hingucke. Okay, ich bin beim Haus. Ich hab, auch? Ja. Nimm mal lieber die Axt, Benny, gerade. Lauf um die Ecke rum. Zur Sicherheit. Ja. Solange wir keinen anderen hier haben, weil ich habe ja nur die schlechte, weißt du? Tom, der Chef ist da! Bam! Hast du? Okay. Ja. Okay, Tommy macht. Komm, ich hab ihn nicht gekriegt. Oh, oh. Zombie. Achtung. Hinter uns. Sehr schön. Wir treffen uns aber aus. Jungs. Hier ist ein Spieler. Nee. Wo? Hallo? Wo ist ein Spieler? Hallo? Gib mir einen Ort Koordinaten durch. Hinterm zwei Spieler. Drei Spieler. Oh Gott. Hinterm ATC Fuck. Am Gefängnis. Kommt her, Jungs. Die sprechen mit mir. Hallo? Ja, was sagen die? Das ist der Tommy. Oh. Mit zwei anderen Spielern. Okay, dann treffen wir uns. Ihr seid aber ganz sagt, wir kommen. Sagt, wir kommen jetzt. Die anderen Leute kommen jetzt gleich, ne? Also nicht wundern. Kommt einfach hier zu einem Zaun. Oh, Zombie. Hallo. Wir können ja eine Mega-Runde machen mit so 8 Mann losziehen. Ah, das ist aber. Mit Loot ist das eine Katastrophe. Ja, aber ist cool. Da können wir Elektro auseinandernehmen und was auch immer. Zombie, warte mal. Eigentlich cool. Und trotzdem machen die uns fertig eine. Okay, wir rennen jetzt aufs Airfield wieder drauf. Ja? Nur zur Information. Sag, gib das mal weiter, Curry. Ja, wir stehen ja hier. Wir stehen ja hier. Ihr müsstet uns eigentlich sehen. Ja, nicht, dass wir jetzt erschossen werden. Genau. Ich hab genau im Visier. Ich hab die genau im Visier. Die werden nicht schießen. Warte mal, wo war jetzt nochmal der Durchgang hier? Ja, der war doch hier. Hier ist der. Ja, hier ist der. Ja, wir sind auch am Zaun. Wir kommen jetzt rein. Ja, genau, da vorne seid ihr. Ach, da vorne, ja. Ach, was bin ich gerade nervös mit dem Finger, wenn der Tommy so vor mir rumhampelt. Wie gern ich jetzt drücken würde, aber naja. Trotzdem aufpassen, ne? Der Tommy fragt, ob wir was brauchen. Immer. Alles. Am besten was zu essen, wenn ihr habt. Zwei ja, Spieler hinter. Drei Spieler! Das sind wir. Oh, Leute, sag doch was. Ja, haben wir, sagen wir doch schon die ganze Zeit, Alter. Boah, Reis. Hier frei. Hallo. Doch, ich hab genug, aber die anderen. Ah, alle reden durcheinander. Leute, Zombie hinter uns. Ja, warte. Oh, ich hab nachgeladen. Zombie. Cool, danke schön. Da, bedient euch. Hallo. Okay. Alter, viermal Reis. Alter, die sind ja super drauf. Ist doch voll nett. Hallo. Hi. Das war der Tommy. Ja, bedient euch einfach. So, ich hab das Auge noch am Airfield. Wir sind jetzt so mega auffällig, Leute, ne? Ja, wir Boah, Jungs, wir wollen euch aber auch nicht euer Essen wegnehmen. Nehmt euch ruhig hier, ne? Das ist in den Wald oder so. Was? Ne, wir wollen nicht euer komplettes nicht Essen wegnehmen, ne? Nehmt euch ruhig wieder. Ihr braucht ja auch was. Nimm ruhig, mein ganzer Backpack ist voll. Mein ganzer Backpack ist voll, nimm ruhig. Dann hab ich mir noch einen Reis. Dankeschön. Genau, der Tommy ist wieder da. Den Tommy kennt ja der ein oder andere. Tommy. Also der andere Tommy, nicht der Tommy D'Angelo, sondern der Tommy, mit dem der Dennis auch mal einen Zwist hatte. Ich erinnere nur an die letzte Folge. Aber das ist echt nett von ihm, muss man sagen. Ich bin jetzt gut. Jetzt stehen wir mega beschissen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir sollten uns mal von hier wegbewegen. Das ist eine gute Idee. Komm, wir rennen in den Wald.
eine nette Kopfbedeckung haben die beiden da, oder? Mhm. Yellow Banana Bandana. Oh nein, warum, Benny? Es ist wieder soweit. Yellow Bandana Zeit. Der das läuft mit cool gelben aus, Oberteil rum, Alter. Ein cooles Foto. Ja, unauffällig ist es nicht, aber jetzt sind wir natürlich The Horde, Alter. Jetzt haben wir auch einen Sniper. Jetzt können wir natürlich so lustige Spiele machen wie die anderen da, diese Bösewichte. Ja, was fallen euch denn eigentlich für Spiele ein, die man als Horde machen könnte? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wäre eine interessante Idee. Ich erinnere da nur an diese Fight Club-Folge. Erinnert ihr euch noch? Ja, wir könnten eigentlich auch zur Küste laufen und Bambis aufsammeln. Bambis nennen sie, sind wir eigentlich selber. Ja, aber trotzdem. Bambis, aber ja, die haben ja keine Ausrüstung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Könnte man machen. Und dann könnte man einen Fight Club organisieren. Oder irgendwie sowas. Das liegt natürlich auch unter anderem bei euren Ideen. Mal gucken, was wir da machen können. Und lustig, dass wir jetzt hier die Jungs getroffen haben. Geworden. Eigentlich extrem geil, finde ich das. Ja, alle sehen auch anders aus. Sieht echt gut aus. Echt super cool. So eine Riesentruppe macht Laune. Muss ich einfach mal... Alleine weitergehen oder sollen wir euch ein bisschen unterstützen? Von mir aus können die eigentlich mitkommen, oder? Was meint ihr? Deine Entscheidung. Also, von mir aus können die mitkommen. Ja, wenn die anderen nicht dagegen haben, gerne. Ja, ihr Demokratie. Wenn ihr was dagegen habt? Nö. Mir ist egal. Ist doch mal lustig, so eine 8-Mann-Truppe. Doch cool. Ja, von mir aus gehen wir nach Tscherno, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mit so einer Truppe auf so einem vollen Server könnte echt Action geben, oder? Tscherno finde ich eigentlich gut. Eigentlich wollten wir diese neue Stadt angucken, aber jetzt, wo wir so viele sind, bietet sich Tscherno halt wirklich an einfach. Wo ist denn die neue Stadt? Wisst ihr das? Ich weiß das auch nicht. Der Benny kann das erklären. Erklär es ihm doch mal, Benny. Die ist ganz im Norden. Ich glaube, die ist ganz oben rechts. Ja, entscheidet ihr was. Aber das ist zu weit. Und für die Zuschauer. Ich glaube, du hast es nicht gesendet, oder? Also ich würde nach Dings laufen. Nach Tscherno vielleicht nochmal. Ja, lass los nach Tscherno. Wir folgen einfach dem Tommy mit dem blauen Rucksack hier, dem Tommy D'Angelo und dem anderen Tommy. Weil im YouTube. Oder Yellow Banana Bandana, Mann. Ihm folgen wir. Du bist der Anführer. Wie heißt du denn? Warte mal, wir sprechen mal hier. Genau. Wie heißt du denn? Der mit dem Yellow Bandana, wie heißt du denn? Der Infolager ist das. Infolager, okay, Infolager. Ich mach mal kurz hier die Spielerliste. Infolager ist hier am Start, das Infolager. Den kennt ihr. Alias Yellow Banana. Und dann haben wir noch den guten Tommy. Wer ist denn die junge Frau hier? Bist du das, Tommy? Nein. Nee. Ich bin Fallout Girl. Ah, okay, cool. Alter, warum steckt der Penner die ganze Zeit... Fallout Girl ist auch am Start. Und der Tommy... Haben wir ja zwei. Was denn, Curry? Wir sind voll die Polonaise, sind wir hier. Das ist aber ja, sehr lustig eigentlich. Ja, finde ich cool. Alle bereit? Das Problem ist halt, wenn es dann wirklich mal ernst wird mit der Kommunikation, ne? Ja, dann so hört sich der dann an. Ja, gut, ja dann los. Wer läuft denn vor? Der Green kommt auch noch, Dennis. Den kennst du ja auch, wenn du möchtest. Ach, der Schwitzer. Ja, und das ist der Tommy übrigens, das ist der Tommy, ne? Die sehen sich so ähnlich, der Dennis und der Tommy. Ne, sag das nicht bitte. Oh, jetzt schießen! Komm, genau, wir ziehen los. Willst du mich wieder umbringen? Genau ins Ohr, ja. Na gut. Infolager, leg los, dann gehen wir auf. Gib die Informationen durch. Haben wir einen Sniper? Haben wir einen Sniper? Ja, der Infolager ist ein Sniper. Den Infolager lassen wir am besten 2-3 Meter vorlaufen. Ja, weil wenn er weggeschossen wird, dann wissen wir Bescheid. Aber der ist auch am auffälligsten als Anführer, ist gut. Boah, jetzt sind wir eine Riesentruppe, mit Riesentruppe unterwegs. Nee, du bist auffällig. Dann finden wir dich immer. Du bist ziemlich auffällig, deswegen ist das eigentlich ganz gut. Weil dann wissen wir immer, okay, dir folgen. Jungs, hat denn jemand von euch Handschellen vielleicht? Falls wir mal andere Spieler treffen? Nee, leider nicht. Ich hab Handschellen. Willst du mich wieder Handschellen kaufen, oder was? Nee. Fallout Girl hat Handschellen. Dennis, wer bist du? Ich geb die Handschellen. Nee, behalt die ruhig. Ich sag nur, wenn wir andere Spieler treffen, komm ruhig mit. Den Tommy lasse ich so lange in Ruhe, wie lange er keinen Mist macht. Ja. Ich muss euch unbedingt mal muten. Hab ich schon. Wie mache ich das nochmal? Du sendest gerade doppelt. Der Green kommt auch gleich. Der ist gleich da. Walle. Alter, wie mute ich das nochmal mit der Playerlist? Ah, nicht alle durcheinander reden! Auf P. Ich mute jetzt einmal den Curry. Boah, der Valerin hebt mich. Alter, mach doch mal dieses Doppelsenden aus. Das ist ja schrecklich. Warum? Dann hören die anderen mich doch immer. Ist doch gut für die Kommunikation. Mute einfach.
Ja, ich bin dich noch am Suchen, was Dennis einfach, ne? Ja. Ich, du kannst keinen hören? Warum? Nee, ich höre auch euch nicht, wenn ihr sprecht. Das was? Mysteriös, ich höre gar keinen sprechen. Wie viele Leute sind wir denn jetzt gerade? Aber du hörst den Spielsound. Viele. Ja? Sehr viele. Acht sind wir. Da kommt ein Zombie. Weiter, Leute. So, jetzt hört man die nicht mehr doppelt. Es ist ganz gut. Sorry für die kleine Unterbrechung. Weiter geht's. Wir sind mega auffälliger Rudelhaufen, aber wir sind so viele. Selbst wenn die ein, zwei erschießen, knallen wir die trotzdem weg. So. Okay, wir lassen die Jungs ein bisschen vorlaufen, bitte. Die Crowd, Alter, da greifst du nicht an, wenn du so viele Leute angreifst. Nee. Boah, das glaube ich auch nicht. Oder du willst ein Abenteuer erleben. Curry? Ja? Komm mal zu mir. Wir beide laufen mal ein bisschen hinterher. Aber kein Foto machen, Dennis. Ja, Leute, ihr müsst, das habe ich dem Walle auch schon gesagt, Breaking Point ist sehr interessant, ist so eine ähnliche, ist sowas ähnliches wie DayZ. Vielleicht seht ihr das schon. Vielleicht haben wir das ja schon gestartet. Ja, kann ich nur sehr, sehr strengstens empfehlen. Mal sehen, was der Walle dazu sagen will. Wir nehmen ja im Voraus auf, ein bisschen. Ja. Und das kann sein, dass das dann schon erschienen ist. Es gibt ja ziemlich viele geile Arma-Mods. Auch altes Live beispielsweise, wobei das ja auch kein richtiger Mod ist, ne? War das nicht auch das Spiel, wo der Typ eingeknastet wurde altes in Griechenland, ne? Ist ja eine griechische... Wegen altes, genau, ist eine griechische Insel. Und die haben Fotos gemacht damals von griechischen Militärbasen. Ja, es war verboten. Und wie hieß die nochmal? Irgendwas mit L. Ach, komm, ich kann auch nicht auf den Namen. Ja, irgendwas mit L. Der Curry weiß das. Ja, ich weiß ja bestimmt. Nee, warte mal. Linus oder sowas? Ich weiß es nicht. Linus? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon länger her auf jeden Fall. Jetzt verlieren wir ein bisschen den Anschluss. Ja. Ich bräuchte was zu trinken, Freunde. Hätte da jemand was? Ich hab einfach mal geguckt. Ja, ich guck mal. Ich verlinke einfach mal die News nochmal in die Beschreibung, damit die Leute das suchen können. Das weiß aber auch direkt die Community. Das kann direkt der erste Kommentar wird sein. Der erste Kommentar wird sein. Ja. Der zweite ist dann: Hör auf, du Schwuchtel, sei nicht Erster. Der zweite ist auch Erster. Das kann auch sehr oft vorkommen. Ich hasse das. Aber. Alter. Ach ja. Ja. Hast die Fluchwörter auswendig gelernt, die ich dir beigebracht habe? Kann mir ja kurz jemand was zu trinken geben? Ich habe zwar sau viel Essen, aber nichts zu trinken. Curry, wo bist du? Ja. Bin hier die Dame im schwarzen Dress. Können wir uns mal ganz kurz alle sammeln? Ich hätte einen Plan. Der gelbe Mann hier, der mit dem gelben Ding, sollte am besten vorgehen, weil er ein Sniper ist. Das Problem ist, man erkennt dich viel zu schnell. Ich muss ein Foto machen. Wegen der gelben Jacke. Aber du hast halt einen mega Sniper, weißt du? Das ist das ganz coole an der Geschichte. Deswegen solltest du ein Stück vorlaufen. Aber er hat keine und der Tommy und der Green und die anderen laufen hinterher. Komm, ich nutze gerade mal die Gelegenheit. Könnt ihr einmal alle hier zu mir in die Kamera lächeln? Da hinten die schwarze Tante. Ja. Geil. Hammercooles Bild, ohne Scheiß. Und Tommy noch drauf. Käse, komm, Tommy, trau dich ruhig. Käsefondue. Das ist nochmal ein cooles Bild, so als Erinnerung. Auf dieser Reise, wo wir wieder viel erlebt haben. Und weiter geht's. Nee, komm, jetzt machen wir keine Folgenpause. Wir machen heute noch ein bisschen. Nee, ich sag, wenn jetzt einer von der Seite kommt. Danke, super Foto. Ich habe nämlich letztens gesehen, beim Afghanistan-Krieg war ein Sniper, der hat mit einem Schuss 3 Leute getötet. Ja. Ist kein Scheiß. Das geht. Ach, dass das hier auch geht, weiß ich nicht. Und stell mal vor, wir würden jetzt alle hier nehmen. 3 Taliban hat er mit einem Schuss erwischt. Und stell mal vor, wir würden alle jetzt hier nebeneinander stehen und dann BÄM! Alter, wo? Ja, so in einer Reihe. Aber wir sind ja gerade hier ein bisschen safe. Und dann geht die Kugel durch. Im Wald. Ja. Hier rauscht jemand. Meeresrauschen. Weil du rennst gerade vor, ne? Ja, ich. Lass es lieber, lass dir mit der gelben Jacke vorrennen. Genau. Also tut mir leid mit der gelben Jacke, aber... Infolager, das heißt erste Infolager. Fallout Girl, Infolager und Tommy. Der Infolager holt uns die Informationen. Boah, wie das aussieht. Der Infolager ist der gelbe Popel in der grünen Landschaft. Das ist echt schon krass, mit so einer Horde hier durchzuziehen. Finde ich hammergeil. Wie viele Leute sind denn hier noch im Server? Boah. Ach, hast du mir jetzt nichts zu trinken hingeworfen? Zufällig, ne? Nee, ne? Vor allem, wir sind ja... Hier ist ja ein Clan drauf, ein anderer. Reicht noch, ich bin nur thirsty. Ich glaube trotzdem, dass wir die größte Gruppe sind. Ja. Ich meine, hier ist ein Clan drauf, die machen wir platt. Vom Clan wäre natürlich nice. Wir werden sowas von dezimiert. Weißt du, was ich lustig finden würde? Liebe Grüße an dieser Stelle. Weißt du, was ich lustig finden würde, ist, wenn einfach andere Spieler gleich ohne dass wir es merken, bei uns mitlaufen würden, so, weißt du? Und auf einmal laufen wir zu 30 Mann durch die Welt. Hätte ich sowieso auch schon gegeben, auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon, wäre lustig. Hätte ich sowieso mal vor, dass wir mal so einen Flashmob vielleicht machen. Ich mach gerade auch mal auf Dauer senden, ganz kurz, damit die Leute auch alle hören hier, was ich sende. Mit der Axt müssen wir uns absprechen, aber super. Infolager macht das Ding. Boah, mal mehr willkommen in die Stadt, Alter. Boah, die FPS wieder. Alter.
War wieder ein Zombie. Oh, also bei mir geht das zum Glück. Boah. Aber geht. Oh, ich muss weg. Ich kann leider keine Zombies eliminieren. Vorsicht, nicht gegenseitig. Ah, pass auf. Hört ihr mich denn? Sprechen, Alter, das ist das Problem an der Geschichte. Im Spiel rede? Ich weiß es nicht, weil ich hab dich gemutet auch hier im Spiel. Dann kommt ein Zombie. Jetzt geht nämlich los. Wenn wir uns alle. Ich mach gar nichts. Alter, wie heftig das aussieht. Ich guck einfach nur zu. Ich auch. So. Super nice. Da ist direkt wieder der nächste gespawnt. Okay, weiter. Ja, total bescheuert. Warum laufen wir jetzt hier? Wo laufen wir hin? Wir wollen nach Tscherno. Ich würde eigentlich sogar zwischen Tscherno und Elektro und dort die ganzen Newbies aufgabeln. Vorsicht, da kommen noch mehr Zombies. Und die dann Boxkampf machen lassen, Alter. Richtig geil. Wir könnten das so bewachen. Und dann würde der andere Clan aufmerksam vielleicht auch werden. Ich glaube, da laufen gerade Zombies nach links weg. Geradeaus. Die laufen gerade nach links Paddy, weg. Der Paddy kommt gleich. Kommt noch einer. Da kommt noch einer da hinten. Alter, ist hier eine Riesenplage hier. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, Infolager. Patch. Sehr schön. Vorsicht, von der linken kommt noch einer. Achtung. Müssen aufpassen. Da kommt noch wieder neuer gespawnt. Mist, ich habe keine Firefighter-Axt. Ist ein bisschen blöd. Oh, der war aber nah. Der will mit Dennis kuscheln. Da blutet einer. Hier ist der Tommy, mit dem er... Oh, Tommy, du bist verletzt worden. Hier blutet der eine ist der Tommy, der Angelo und der andere Tommy. Ja, sie haben ja zwei Tommys jetzt hier an Bord. Ich bin so verwirrt. Ich Tommy, stehe die ganze Zeit hier rum. Für dich. Oh, ja, lass mal weiter. Warte mal, der Tommy ist verletzt. Ja, ich wollte gerade sagen. Einfach am besten einfach direkt weiterlaufen. Hast du? Ich mach schon. Super. Okay. Irgendjemand hat mich mit der Axt gehauen von euch. Ja, das ist das Problem. Am besten nur einer irgendwie mit der Axt oder sowas. Ich würde es ja zugeben, wenn ich es gemacht hätte. Scherz. Ich hab's nicht gemacht, ich stand da drin. Okay, weiter. Okay, los geht's, kommt. Alter. Ja, mit der Axt, der wir müssen das mal ein bisschen mit Struktur bringen. Wer rennt denn vor? Der Infolager muss vorlaufen. Und alle hinterher. Los! Oh, der leckt. Der Infolager leckt gerade. Ja, war gerade ein kurzer Lag. Der Infolager leckt an den Informationen. Ich hör jetzt auf mit den Informationen-Witzen. Reicht wir jetzt. Spielen doch nicht hier Goat Simulator. Ja. Das ist schon viel zu spät. Kommen wir die schlechten Worte. Zombie. Ich hab's noch einverstanden jetzt gerade. Ich auch, ich hab eigentlich gar nichts verstanden. Von was? Pass auf, so, auf jeden Fall sind wir gleich in Tscherno mit einer Riesentruppe. Und ihr wisst ja, wie es da laufen kann. Oh Mann, ja, wobei die letzten Male war ja nicht so viel los, leider. Ja, das ging eher an Elektro, ging Stein. Ich glaube, wir haben den halben Server bei uns. Ja. Nee, ist riesig der Server. Hier nochmal ein cooles Bild kurz eingeblendet. Ah, macht schon Spaß hier bei Daisy. Mhm. Hast du? Ja. Bitte mich nicht töten, danke. Ja, ich bin schon lange bei euch. Schon gut, schon gut, alles super. Ich hab dich schon Oh. Boah, Alter, wie viele Leute hier rumrennen. Krasser Scheiß. Zombie. Hinter uns. Ja, den hat schon jemand. Ah, Fallout Girl erledigt ihn. Fallout. War denn da noch? Was da liegt? Ist das einfach ein Mülleimer? Leute, hier nicht stehen bleiben. Weiter. Ach, das ist eine Köller von der Straße. Total lebensmüde, was wir hier gerade machen. Blindfisch. Wir sind 9 Leute. Ja. Wir sind, Benny und Tommy auch dabei. Moment, wir müssen doch eigentlich 8. Da ist gerade noch einer dazugekommen. Ah, ist noch jemand dazugekommen. Hallo. Siehst du, wäre mir nicht aufgefallen gerade. Ja, sag ich ja. Wir sind schon die ganze Zeit 9. Das war doch der Switch, oder? Wir sind schon die ganze Zeit 9. Mhm. Das bin ich. Ich bin schon seit dem Tower dabei. Also ich bin gar nicht aufgefallen. Von den Hangars gekommen. Das Problem ist, wir sehen sich viele auch sau ähnlich. Wir dürfen uns unbedingt nicht selber angreifen oder gegenseitig abschießen. Ja, Hallöchen, liebe Grüße an alle Schweizer und natürlich auch an dich. Warte, geht's, Info. In unserer Gruppe könnte sich wirklich jemand einstellen. Dann der Neutrale, wenn es mal zu Problemen kommt. Das würden wir sowas von nicht merken. Dann könnt ihr uns alle wegrasieren von hinten. Mit der M4 auf jeden Fall. Boah, wie das aussieht. Das ist eben ein Problem, Leute, ne? Da müssen wir echt aufpassen. Jetzt sind wir gleich bei der Tankstelle. Boah, die letzte Folge war ja schon überlänger, aber ich würde gerne noch mindestens ein bisschen Tscherno abchecken. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie machen wir das denn gleich dann? Willst du dann mit der Gruppe hier durch Tscherno laufen, oder ja, was? Machen wir gleich. Das wird dann in der nächsten Folge gezeigt, aber wenigstens bis Tscherno kommen. Da müssen wir noch hinkriegen.
Ja, das ist ja nicht mehr weit. Okay, schauen wir einfach mal, wer eine Sniper hat und wer eine M4 hat und dann ja, können wir auch mal. Der Info hat auch einen Sniper, oder? Ich glaube, das ist sogar der Einzige, der eine Sniper hat. Alter, wir sind die Horde. Die Horde rennt. Das ist schon lustig. Falls er eine Mosin hat, ich hätte einen Scope dafür. Ah, das ist immer nice. Ja, ich hatte ja mal eine Mosin, die habe ich aber liegen lassen. Ich habe auch noch einen Long Scope. So, ja, wir müssten echt gleich da sein eigentlich. Da vorne müsste es dann sein. Nee, nee. Oder? Die Olle hatte die ja. Ach, stimmt, ja. Ja, fast. Da vorne wir noch über den Hügel. Ja, da sind schon die ersten Anfänger. Schon los, ja. Oh, oh. Und die ersten Ausläufer nehmen wir auch noch mit, oder? Karnevalszug durch Tscherno. Ja, aber dann wird's auch ratzfatz gefährlich. Ja, das stimmt. Da hast du allerdings recht. Vielleicht machen wir hier mal ein kleines Päuschen dann. Genau, wir schnappen uns einen Bus und fahren durch Tscherno. Bus, das wäre geil. Dann Cargo Bob oben. Kommt ja bald, so hoffentlich, geil. Ne? Und dann alle wie bei GTA, diese Bus. Ja, coole Folge auf jeden Fall. Riesenmeute kennengelernt da hinten, Tscherno. Nochmal kleine Planänderung, aber das machen wir natürlich auch noch mit der neuen Stadt. Stay tuned insofern. Und wir wünschen euch natürlich noch einen super Tag und sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play DayZ. Gemeinsam mit der Riesenmeute. Das wird ein Abenteuer. Bis dahin, ciao.